Die Jagd hat viele Seiten. Sie ist facettenreich und anspruchsvoll und fordert Wissen sowie Leidenschaft von jedem Jäger. Sie ist steter Begleiter der Menschen seit Tausenden von Jahren. Sie wird geliebt, geschätzt und verehrt und auf der anderen Seite auch kritisiert und sogar abgelehnt. Kein Handwerk ist so vielen Widersprüchen ausgesetzt wie das Waldwerk. Für uns Jäger ist es Leidenschaft, Berufung und ernährt uns auf ganz besondere Weise. Die Jagd ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Sie ist das Handwerk, welches uns durch unseren Vater und Großvater gelehrt und überliefert wurde. Wir geben dies an unsere Kinder weiter, mit derselben Sorgfalt, die uns einst gelehrt wurde. Mit denselben Prinzipien und Traditionen werden wir dieses Brauchtum für künftige Generationen am Leben erhalten und weitertragen. Weitgerecht dem Tier gegenüber und ethisch vertretbar für die Gesellschaft. Stets darauf bedacht, ein gutes Vorbild zu sein und den Respekt dem Tier gegenüber zu erhalten. Die Jagd bedeutet uns sehr viel und bestimmt einen großen Teil unseres familiären Zusammenlebens. Wir leben mit und von der Jagd, teilen diese Haltung sehr gern innerhalb der Familie, mit Jagdfreunden, zu zweit oder auch in geselliger Runde im Revier. Man weiß nie, was einen draußen erwartet und die Natur für einen bereithält. Jeder Jagdtag ist anders, jedes Jagdjahr bietet etwas Neues. Der Wechsel der Jahreszeiten, die landschaftliche Veränderung, das Verhalten des Wildes. Immer im Wechsel zwischen Tag und Nacht. Wenn du allein im Wald unterwegs bist, erlebst du Situationen und Momente, die für die meisten Menschen verborgen bleiben. Ruhe und Stille, Aufregung und Ungewissheit, Freude und Glück. Die Jagd ist faszinierend und abwechslungsreich, bewegend und verlangt stets den Einsatz aller Sinne. Das Gefühl für die Jagd trägst du in dir. Es ist fest mit der Tradition und dem Brauchtum des Handwerks verbunden und soll dem Lebewesen gegenüber weitgerecht angewandt werden. Wir leben dieses Gefühl mit allen Sinnen. Wir sehen, hören und spüren die Jagd. All die fantastischen Begegnungen, unabhängig von Zeit und Raum. Nur für diesen einen geheimnisvollen Moment und das, was draußen geschieht. Verbunden mit jagdlichem Erfolg und Freude, aber auch Zweifel und Ungewissheit bei Misserfolg. Wir jagen stets verantwortungsvoll und wollen das ökologische Gleichgewicht auch für künftige Generationen erhalten. Zur Jagd gehört eine gute Vorbereitung. Neben den richtigen Werkzeugen benötigen wir all das Wissen über die Jagd, die Lebewesen und den Lebensraum, in dem wir uns bewegen. Eine gute Ausbildung und die Beherrschung des Waldwerks sind beste Voraussetzungen für eine weitgerechte Ausübung, um den Grundsätzen der Jagd, aber auch den Ansprüchen der Gesellschaft gerecht zu werden. Gerecht ist nicht, was du jagst, gerecht ist, wie du jagst. Wenn das Gelernte so umgesetzt werden kann, dass dem Lebewesen kein Leid und keine unnötigen Schmerzen entstehen,
ist das der richtige Umgang mit unserem heimischen Wild. Jagd muss respektvoll und verantwortungsbewusst gegenüber der Natur und der einzelnen Kreatur gehandhabt werden. Dem jagdlichen Brauchtum entsprechend gelebt und für unsere Nachkommen erhalten bleiben. Der Schutz und die Pflege der Lebewesen sowie der Erhalt der Lebensgemeinschaften in den Lebensräumen sind unser höchstes Ziel. Wir sind nicht einfach nur Jäger. Jagd ist mehr als nur der gezielte Schuss auf ein lebendes Tier. Weidgerechtigkeit ist die gerechte Beschaffung von Nahrung, sich dem Wild gegenüber würdevoll und angemessen zu verhalten. Wir leben und erhalten eine Kultur, die ein Handwerk eint, welches den Menschen in den Lebensraum wildlebender Tiere einbindet. Wir machen uns Gedanken und besinnen uns auf das, was war, ist und sein wird. Eine Jagd unter ethischen Maßstäben, verträglich für Mensch und Tier. Wir verarbeiten das Wild zu einem hochwertigen Lebensmittel. Verantwortungsvoll liegt die Kenntnis über Sorgfalt, Sauberkeit und fachgerechte Verarbeitung des gesamten Stückes in unseren Händen. Wir veredeln das Wildbret und pflegen einen bewussten Umgang mit diesem kostbaren Geschenk der Natur. Von der richtigen Auswahl des Stückes, dem gezielten Schuss und der sachgemäßen Versorgung schaffen wir Verwendung für ein einzigartiges Lebensmittel. Jagd ist mehr als nur das bloße Schießen auf Lebewesen. Wir wissen, wo unser wertgeschätztes und naturbelassenes Fleisch herkommt und kennen die Gegebenheiten und Umstände in unserem Revier. Wir pflegen einen toleranten Umgang mit dem Tier, der ihnen vor und nach dem Tod gerecht werden soll. Die Jagd verbindet und lässt uns zusammenkommen. Sie ist Antrieb für ein bewussteres Leben, ein Leben, das das Denken und Handeln beeinflusst und unsere Vernunft bestärken soll.